Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Rena und wie üblich, morgen fängt von Tageskarte. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch. Ich sehe jetzt, wer schaut meine Botschaften. Das freut mich wirklich. Das ist so lieb von euch. Damit unterstützt ihr mich einfach. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Danke, meine Lieben. Ihr seid die beste Schatzis. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt schon gewählt. Und Stapel Nummer 1. Hier haben wir die Herrscherin. Herrscherin sagt uns, dass das ist wie Haushalt. Du bist in deine weibliche Energie heute. Schaut mal, wenn du ein Mann bist, vielleicht lernst du diese Frau heute kennen. Das ist ein Frau Nummer 1 in deinem Leben. Kann sein, dass du selber wirst Ordnung in deinem Haus schaffen, wenn du ein Mann bist oder Frau, auch Ordnung in deinem Haus, in deinem Leben. Harmonie mit sich selbst und Universum. Das ist sehr, sehr gute Karte. Da, wo zeigt uns Reichtum, Ordnung, aber Ordnung, so harmonische Ordnung, natürliche Ordnung, so weibliche Ordnung. Sehr gute Karte. Der Engel des Friedens. Dein Engel möge dir den Frieden schenken, den du brauchst, um mit dir im Reinen zu sein, damit deine Seele in Einklang kommen kann. Versuche, deine innere Mitte zu finden und alle schlechten Gefühle beiseite zu schieben. Denn Frieden im Herzen verwandelt alles in Liebe und führt zu spirituellem Wachstum. Das ist genau das Passende zu dieser Karte. Wunderschön, meine Lieben. Stapel Nummer 2. Hier haben wir Mond. Eigentlich Mond sagt uns über unsere Ängste, Befürchtungen, Ahnungen, dass etwas Schlechtes passieren wird und so weiter. Das ist von einer Seite. Wenn wir nehmen positive Seite, kann man sagen, sehr starke, weibliche, magnetische Aspekt heute hast du. Du wirst das kann man nicht mit Hohepriesterin vergleichen, aber trotzdem, du bist sehr, sehr mit dem Mond heute zum Beispiel verbunden. Irgendwie ein intuitives, nicht Intuition, das ist mehr so wie Instinkt heute. Dein Instinkt wird dich heute führen. Zum Beispiel, wenn eine Situation, gefährliche Situation, dein Instinkt, um selbst zu schützen, wird heute sich anschalten. Irgendwie so sehe ich das. Aufpassen, mit wem heute sprichst du. Aufpassen, wen heute kennenlernst. Könnte sein, Menschen sind nicht ehrlich mit dir. Der Engel der Vertrauens. Vertrauen heißt, sich dem Leben zu stellen und es zu genießen. Besinne dich auf die positive Kraft in dir und geh immer vom Besten aus. Hab Vertrauen in dich und deine Engel. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Die Botschaft deines Engels. Nur wenn du Vertrauen in dich hast, kannst du das Glück finden und dein Leben erfolgreich und gesund gestalten. Glaub an dich. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.